Guten Morgen. Da ist noch ein bisschen der Zipfel. Ja. So, ich möchte mal kundtun betreff Heliacare. Ich nenne es jetzt, wie es ist. Es hat jeder seine Meinung. Es kann jeder machen, wie er möchte. Ich wurde auch angefragt als sogenannter Mini-Influencer oder so. Ich kann bei Heliacare Material bestellen, unter der Bedingung, ich müsse einfach Videos produzieren für sie, die sie dann verwenden können. Und jetzt ist der Clou dabei. Ich bekomme, damit ich Werbung mache für etwas anderes, nicht kostenlos oder gestellt. Ich muss dafür noch bezahlen, dass ich dafür Werbung mache. Sie haben mir gesagt, sie geben mir einen 20% Gutschein. Und jeder, der in dieser Wirtschaft ein bisschen hantiert und macht und tut, weiß ganz genau, dass da mindestens eine Marge auf so einem Produkt ist von 75-80%. Also wenn mir so eine Firma 20% anbietet, verdient sie immer noch daran, dass ich Werbung für sie mache. Werbung soll was kosten. Soll jeder für sich wissen, ob er so das Produkt dann testen kann und. Wenn ich es testen möchte, dann bestelle ich nicht mit diesem 20% Gutschein, sondern dann zahle ich halt einen regulären Preis, teste es und schaue, was es hergibt. Aber ich kann dann Werbung oder so machen für mich und muss nicht noch extra Videos produzieren für die Firma. Also, die Firma, ganz einfach, die Firma verzichtet auf ein paar Euro, verdient immer noch am Produkt und, jetzt kommt das Beste, ihr macht Werbung dafür. Das ist mein Haken. Eine Firma kann nur bestehen, indem sie investiert. Das ist keine Investition. Das ist von mir aus gesehen einfach ein Anschreiben unter Mini-Influencern, die dann das Produkt bestellen, noch bezahlen, sie verdienen daran, plus die machen noch Werbung dafür. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt ganz einfach gesagt, wenn ihr in den Kleiderladen kaufen geht und ihr bekommt auf das Kleidungsstück 20%, macht ihr danach noch ein Video davon und schickt es der Firma und sagt, hier habt ihr Videos und dann könnt ihr jetzt damit Werbung machen. Oder ihr habt im Baumarkt, habt ihr eine Schachtel Schrauben mit 50% angeschrieben. Jetzt zahlt ihr 50% weniger für die Schrauben. Der Baumarkt verdient da noch selbst daran. Aber müsst ihr jetzt über die Schrauben ein Video machen und dann der Firma von der Schraube und dem Baumarkt noch ein paar Videos schicken, damit die dann Werbung machen können? Das finde ich ein bisschen dreist. Ich hatte Heliacare ein Gegenangebot gemacht. Ich wollte eigentlich sogar noch mit ihnen zusammen ein Gewinnspiel forcieren. Was es auch bei mir bei Instagram jeden Monat ab dem 1. eigentlich gibt, jetzt ab sofort. Und ich habe ihnen gesagt, ich trage sogar ein T-Shirt mit ihrem Namen drauf. Würde mindestens ein Jahr Werbung machen, habe jetzt in Zukunft noch diverse Besuche bei anderen YouTubern und, würde das mit einfließen lassen. Ich würde gerne ein Produkt von ihnen beziehen, zum Testen und Zeigen. Und irgendwie, wenn es geht, ein Produkt oder so ein Probierpaket für zum Verlosen. Nein. Ich bekam dann irgendwie noch 5 oder 10% Rabatt und dann können wir das so machen. Und da habe ich gesagt, und dann noch Werbung ihnen zuschicken in einem gewissen Zeitraum, was dann noch die Vorgabe war. Nee. Ich produziere nicht für jemand Werbung und bezahle für die Werbung machen.
Macht das Sinn? Meinen Augen nicht. Das ist mein Statement zu Heliacare. Das Produkt an und für sich wird wirklich gut sein, wenn du ein so Öl verwenden kannst, ohne dass du die ganze Zeit die Pinsel also aushärten oder so Sachen. Ist ja alles okay. Ich sage hier nichts gegen das Produkt. Ich finde einfach die Machenschaft der Firma, wie sie hier vorgeht, ist dreist. Es gibt YouTuber, die werden bestimmt von Heliacare auch Produkte gestellt bekommen. Ich bin sehr wahrscheinlich mit meinen Views und Abozahlen ein Mini-Influencer, wie sie es sagen. Ist alles okay? Ich habe sie nicht angeschrieben, sie haben mich angeschrieben. Und dann muss ich einfach sagen, dann fühle ich mich ausgenutzt. Und das braucht es nicht. Wenn ich, egal wie klein das ich bin, von einer Firma angeschrieben wird, dann zeige ich das Produkt, wenn ich dahinter stehen kann. Wenn ich es zuerst getestet habe, ich will nicht dafür zahlen, testen und dann finde ich es scheiße. Weil da, ich hätte es gekauft, hätte 20% Rabatt bekommen, wenn ich mit dem Produkt nicht zufrieden gewesen wäre, hätte ich trotzdem positive Videos darüber machen müssen. Nein. Entweder stehe ich hinter dem Produkt oder nicht. Danke, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und heute Abend kommt noch ein neues Video hier auf meinem Kanal. Cowork, euer Schweizer.